Das soll wahrscheinlich auch seine Hauptaufgabe sein. Aber er findet sich zumindest in seinem ersten Spiel in der höchsten österreichischen Spielklasse auf Anhieb zurecht. Grazer. Er bekommt Blasenegger Unterstützung kurzfristige durch Schwab. Und dann gibt es Eckstoß. Ich glaube auch, dass der Blasenegger mit der Sohle als letzter dran war. Er ist anderer Meinung. Jetzt kommt der Wechsel bei Rapid. Der zweite, Hamdi Salih, kommt in Minute 66 ins Spiel. Überstanden hat es Neuzugang Deni Ala. Aber jetzt eben Hamdi Salih. Erfolgreichster Torschütze von Rapid in der vergangenen Saison. Und was für ein Auftritt. Erster Ballkontakt des Albaners. 1-0 Rapid. 66 Minuten durch. Natürlich wird die Admira jetzt sagen, oh, das war Abstoß. Das war aber letztlich Tatsachenentscheidung, eine Ecke und die Flanke punktgenau auf Hamdi Salih. Die beiden Joker ermöglichen Rapid die Führung. Christopher Drazans Maßflanke und 24 Sekunden und die Kollegen gestoppt. Nach seiner Einwechslung trifft Salih zum 1-0. Drei Do-or-Die-Minuten für Trenkwalder Admira. Trimmel mal seine körperliche Überlegenheit gegen Daniel Todt schamlos ausgenützt. Und da ist Ate Nohio. Und jetzt ist der Rapid-Sieg in den berühmten trockenen Tüchern. Hamdi Salih mit dem 1-0 und mit dem Assist zum 2-0, als die Admira Risiko gehen musste, hochverteidigen musste und mit einem Lupfer hier ausgespielt wird. Das 15. Bundesligator für Ate Nohio in seinem 78. Bundesligaspiel. Hofmann. Nohio, der macht das Tor. Wer gibt's denn das? 90 plus 2 und Ate Nohio macht das Siegtor gegen Wiener Neustadt. Fragen Sie nicht, ob es verdient ist. Das interessiert hier bei Rapid wahrscheinlich niemanden. Ein Unspiel, das am Ende weitere 3 Punkte bringen wird. Und Geld natürlich für Nohio, weil er sich des Trikots entledigt. Zweiter Einsatz, zweiter Treffer für den Rapid-Stürmer. Damit hat Peter Schöttl alles richtig gemacht. Denn wenn er Salih gebracht hätte, heißt nicht, dass der nicht getroffen hätte. Aber dann wäre wohl Nohio rausgegangen. Und so ist Nohio hier erfolgreich. Entscheidend, wie sich die Rapidler hier den Ball erkämpfen. Ala auf Prokopitz, Hofmann mit der Flanke und Ramsebner nur Zuseher. Bleibt stehen, lässt Nuiu alleine und Siemhandel ohne Abwehrmöglichkeit aus dieser kurzen Distanz gegen diesen guten Kopfball. Hofmann also mit seinem ersten Assist in dieser neuen Saison.
Ballverlust war das von Ala, holt sich aber die Kugel zurück. Madl zu spät gegen Prokop, jetzt Drazan vorbei an Siemandl und das müsste, das ist es auch, das 2:0. Die Nachspielzeit, falls sie erst jetzt gekommen sind, sie haben vorher nichts versäumt. 90 Minuten lang Fußball zum Abgewöhnen und dann zwei Aktionen, zwei Treffer. Nuio 1-0, Drazan 2-0. Und Rapid ist Tabellenführer. Diesmal Siemandl um eine Spur zu spät, zieht natürlich auch nicht durch, weil er weiß, dass es sonst für ihn einen Platzverweis geben würde. Dann kullert der Ball ins Tor. Hier. Und jetzt heißt es schnell umschalten über Hofmann. Schöne Ballannahme, Deni Ala wäre gestartet, Hofmann verzögert aber. Guter Einsatz von Nils Anka. War zwar ein Foul, aber hat damit den Fluss etwas unterbrechen können. Ja, Malic gegen Salihi. Deni Ala. Flanke ist nicht schlecht. Schadner mit Problemen. Und der Nachschuss. Der passt. Das 1:0 für Rapid. Durch Christopher Trimmel, der am schnellsten geschaltet hat. Ausgangspunkt, diese tolle Flanke von Deni Ala. Schachner etwas zu spät rausgekommen. Schlechte Abwehr und Trimmel macht das ausgezeichnet mit links. Kein einfacher Wolleschuss für Trimmel. Schlechte Abwehr von Schachner. Und dann muss Trimmel das Risiko nehmen und wird dafür belohnt. Nicht einfach für ihn, aber er bleibt ruhig mit seinem Team, ständig unter Beobachtung der Fans, auch beim Training. Hofmann beim Freistoß. So geht's. Einmal verhinderte Gartler die Führung für Rapid und jetzt macht es Mauric. Missverständnis wieder mal in der Kapfenberger Abwehr. Wolf reagiert denkbar schlecht, kommt raus, bleibt stehen. Das ist eigentlich die schlechteste Bewegung, die ein Torhüter machen kann. Raus, dann voll raus, rein, dann auch drinnen bleiben. Dort, wo er stand, war es die schlechteste Position. Heikkinen vorne. Und Trimmel, auf ihn ist Verlass. Saisontreffer Nummer 2. Und diesmal war es ein Rapidler. Über die Seite eingeleitet. Auch das stand im Plan. Schöttl, Heikkinen mit dem Pass nach hinten, Trimmel mit viel Platz. Die Kappenberger Abwehr steht fast in einer Linie, keiner im Rückraum, da waren mehrere Rapidler im Rückraum frei. Aber nichts zu halten für Wolf. Ala, der Boger bei ihm. Hofmann, Ala,
Ball hinaus auf die rechte Seite zu Trimmel. Und das müsste das 3:1 sein. Schöne Kombination. Schöne Kombination. Sechstes Kopfball-Gegentor für die Kapfenberger. Aber die Aktion als solche ist wunderschön. Über die Abwehr hinweg der lange Pass von Ala. Auf Trimmel. Gartler kommt gut mit. Und macht es dann auch noch routiniert. Kurzer Schubser gegen Gollner. Jetzt kommt der Schubser und damit kam Gollner nicht mehr in den Kopfball-Zweikampf. Und Gartler verwandelt zum 3:1 mit seinem ersten Saisontreffer. So macht man das, wenn man einen Fehlpass spielt, dass man sich selbst den Ball zurückerkämpft. Razan, Elfmeter. Die Entscheidung geht in Ordnung. Micic ist eben auch keiner für die Abwehr. Razan macht das auch geschickt, sieht im Augenwinkel, dass Micic jetzt zum Ball gehen möchte und stellt ihm das Bein entgegen. Micic nimmt dankend an, keine Frage, diese Entscheidung ist richtig. Die gelbe Karte auch dafür. Und jetzt Hofmann mit der Chance zu seinem ersten Saisontor. Sich mit ihm. Ihm wird ein Riesensack an Steinen von der Schulter fallen. Heute ein Tor vorbereitet mit dem Freistoß. Elfmeter zielt und Prager macht sich bereit für die letzten 12 Minuten. Den macht das souverän. Blickt auf, schaut, was Wolf macht. Der ist schon längst im anderen Eck. Vorbei am Kröpfel, durch die Beine von Kocher, das geht dann auch noch leicht. Nochmals kommt Trimmel ins Spiel. Und das ist der Treffer von Salihi. Der Blick hinaus zum Assistenten von Krasnitzer zu Krasnitzer. Fahne blieb unten, der Ball drin. 5:1. Ganz frei wieder Trimmel zum nächsten Mal. Ich habe auch hinausgeschaut, ob die Fahne hochgeht, denn Salihi war vor dem Ball. Hier sieht man es nicht mehr so gut, aber in der ersten Einstellung hat man gesehen. Jetzt schauen wir nochmal hin. So, Ball und man sieht einfach dunkler Rasen, heller Rasen. Im hellen Teil war schon Salihi, im dunklen noch Trimmel. Der trifft Merino. Trimmel, Hofmann ist frei, bekommt den Ball. Wieder über links. Wieder der Stangepass und Elfmeter. Elfmeter, Foul an Gartler. Gelbe Karte für Iñaki Bea. Bin gespannt. Reaktion sagt viel über das, was passiert ist. Ja, von hinten gegen Gartler, der Elfer geht in Ordnung. Sehr ungestüm, wie er da in diesen Zweikampf geht, riskiert, dass er nicht den Ball, sondern die Beine, wie es in diesem Fall auch war, trifft. Ich tippe mal rechtes Tor, rechtes Eck, linkes Eck, das wählt er gegen Kapfenberg. Ja, passt. Auch Schaffer
spekulierte mit dem rechten Eck, souverän verwandelt. Hofmanns zweiter Saisontreffer, zweimal Elfmeter, Schaffer ohne Chance. Und die mitgereisten Rapid-Fans, so an die 800 dürften sein, können erstmals über einen Treffer jubeln. Burgic mit der Brust für Peer Stahler. Peer Stahler. Dann kommt der Ball nicht durch zu Burgic. Adler setzt sich durch in Schweinhofer, der zieht ihn, Vorteil. Tja, und so macht man es dann am besten, wenn versucht wird, einem zu faulen. Gartler setzt sich durch, lässt sich auch nicht fallen, sondern reißt sich einfach los von Schweinhofer. Schließt ab. Zweite Saisontor. Durfte er zuletzt das erste Mal von Beginn an spielen. Da reißt er sich los, lässt sich nicht fallen und schließt dann ab. Ich glaube, der schießt fast mit dem Spitz. Hat auch Ballglück gegen Iakibea. Schön gemacht. Platziert. Insek. Was bleibt auch anderes übrig? So schaut es auch jetzt aus. Unten schauen Sie mal. 5 Innsbrucker in der Hälfte der Rapidler. Hauser. Schimpelsberger, der sich sehr klug immer wieder mit Trimmel ablöst. Und das könnte die Entscheidung sein. Ist es auch. Haller mit seinem ersten Treffer für Rapid. Ein Tor hat er schon aufgelegt, jenes gegen Mattersburg für Trimmel. Aber Treffer ist ihm noch keiner gelungen. Jetzt ist auch das passiert. Und das ganze Aufbäumen von Innsbruck dauerte genau 2 Minuten. Schweinhofer läuft raus, lässt Ahler in seinem Rücken völlig frei. Schlechte Zuordnung. Den Iakibea auch nicht beim Mann, sondern nur im Raum. Die Rapidler waren mit Sicherheit gewarnt, haben genau gewusst, was sie heute erwartet. Aber sie können einfach diese schnelle, diese schnörkellose Spiel der Admira nicht unterbinden. Freistoß Hofmann, Patoka per Kopf. Noch wer sagt's denn? Es geht ja doch noch was. Jürgen Patoka macht diese Partie vielleicht wieder heiß. Nach einer knappen Stunde schafft Rapid hier den ersten Treffer. Freistoß von Steffen Hofmann, kein Abseits von Jürgen Patoka, der war nicht vorne. Und Patrick Tischler ist zum ersten Mal an diesem Abend geschlagen. Insgesamt 13. Bundesliga-Tor. Rapid nach wie vor mehr im Ballbesitz, aber das ist auch klar. Die Rapidler halten den Ball viel länger als die Admiraner. Die spielen geradliniger. Die Rapidler brauchen einfach zu lange, um zu Chancen zu kommen. Jetzt aber Gartner, der fällt im Strafraum. Es gibt den Elfmeter. Und jetzt ist diese Partie endgültig wieder sowas von heiß. Kurzer Haken von René Gartner und der Pfiff von René Eisner kommt, denke ich, zurecht. Ganz selten spielt er Fall, der Admira-Kapitän Christopher Diebold. Kein Abseits von Gartner. Der gute Haken und die Entscheidung geht, denke ich, in Ordnung. Ja, keine Diskussion. Richtige Entscheidung. Und Steffen Hofmann legt sich den Ball zurecht. Zuletzt hat er 2 Elfmeter in der Bundesliga verwandelt. Aber jetzt Hofmann mit der Chance,
auf den Anschlusstreffer. Hofmann gegen Tischler. Ganz souverän verwandelt der Rapid-Kapitän. Und Grün-Weiß ist wieder im Spiel. Genauso wie gegen Kapfenberg, genauso wie gegen Innsbruck verwandelt Steffen Hofmann für das Team von Peter Schöttl einen Elfmeter. Ganz sicher. Alles korrekt bei der Ausführung. Tischler im Fallschneck. Trimmel vorbei an Schrott. Jeschek kann die Flanke verhindern, aber es gibt jetzt in Minute 78 den ersten Eckball im Spiel für Rapid. Hofmann, Patok erwischt den Ball nicht, aber Trimmel. Kein Abseits und der Ball ist drin und es war Andi Salihi. Erster Ballkontakt für ihn und das ist Ausgleich. 3:3 in einem verrückten Spiel. Rapid holt in der ausverkauften Südstadt einen 0:3 Rückstand auf. Andi Salihi macht das, was er am besten kann. Ist diese Partie wieder völlig offen. Erster Eckball im Spiel für Rapid. Patuka verfehlt. Trimmel mit dem Zuspiel. Kein Abseits. Ja, auch kein Abseits bei der Kopfballverlängerung von Guido Burgstaller. Alles richtig gesehen vom Schiedsrichterteam. Burgstaller wollte hier sich aufs Tor köpfeln, aber da ist noch Hamdi Salihi. Zoom auf Hofmann, der ist sofort attackiert worden von Stanislav Drazan. Gut geht er rein in den Strafraum und er trifft zum 1:0 für Rapid in Minute 9. Christopher Drazan bringt Rapid in Führung mit seinem zweiten Saisontor. Auch das erste hat er gegen Wiener Neustadt erzielt. Guter Pass, Klapp kommt nicht mehr in den Zweikampf. Und Siebenhandel ist natürlich ohne Abwehrmöglichkeit. Ausgangspunkt dieser Pass von Suma. Hofmann spielt schnell weiter in die Tiefe. Drazan mit Tempo. Klapp kann nicht mehr eingreifen. Kral auch nicht mehr. Und es steht 1:0 für Rapid. Trimmel. Wieder auf Hofmann. Ja, der gegen alle. Steffen Hofmann dann für Guido Burgstaller. 1:1. 45. Minute. Hofmann hat angeklopft. Da hat Grünwald noch nicht hereingesagt. Aber gegen den Schuss von Burgstaller war er absolut machtlos. Ein Prachttreffer. Der erste für Burgstaller in der Bundesliga im Rapid-Dress. Steffen Hofmann mit seinem bereits 6. Saisonassist. Dem gehören natürlich auch 50% dieses Ausgleichstreffers. Aber wie den Burgstaller dann letztlich mit der Innenseite da im langen Eck ablegt, das hat schon was. Tja, lastet der Fluch des ersten Treffers. Standfest vor Gartler, aber wieder Rapid. Ekinen, der Kapitän. Drazan, zweiter Versuch. Auch der misslingt, aber es gibt nicht Eckball. Einwurf. Ja,
bei Torrichter ist es eben schwieriger, so eine Situation exakter lösen zu können. Riemel abgefälscht und jetzt ist der Ball im Tor. 1-0, Burgstaller reklamiert, dass der Spieler, der den Ball abgefälscht hat, im Abseits stand, aber ich glaube, da war alles richtig. Hätte es Eckball gegeben, hätte es vielleicht gar kein Tor für Rapid gegeben. So war Einwurf und Christopher Trimmel macht die Führung für Rapid. Kann hier den Ball annehmen. Gegen Bob Gatze dreht sich dann auch noch. Vorbei an Hölzl. Ja, und Gartler war schon vorne. Und wir sehen auch wieder eine ganz enge Entscheidung. Gartler wohl noch dran, war vorne. Die Zeitlupe zeigt eher, dass es eine Abseitsposition war. Gartler war dran, war vorne und damit hätte dieser Treffer eigentlich nicht zählen dürfen. Bukwa, Kienast, Hölzl, schwieriger Ball, kommt nicht zu Stand fest. Rapid mit dem Gegenangriff und Platz. Drazan, 4 gegen 5. Nuiu kann den Ball annehmen und macht das 2-0. So einfach geht's. Und das war der Befreiungsschlag für Rapid. Ate Nuiu mit seinem dritten Saisontor. Die Vorarbeit von Christopher Drazan. Wartet lange. In der Mitte war auch noch Prager, der sich angeboten hat. Aber Drazan sieht Nuiu und der löst sich da gut gegen Popkaze. Burgstaller kommt zu spät. Insgesamt das Defensivverhalten der Grazer einmal mehr, wie an diesem heutigen Abend öfter festzustellen war, mangelhaft und deshalb Nuiu dann eiskalt im Abschluss. Heute war davon nichts zu sehen. Die Mannschaft war überfordert defensiv und nach vorne nicht vorhanden. Drazan, nächste Flanke, nächstes Tor. Burgstaller verliert den Zweikampf. Nuiu, Doppelpack. Innerhalb von knapp 3 Minuten gewinnt Rapid hier dieses Spiel durch 2 Treffer von Ate Nuiu. Da ist keiner, der noch auf den zweiten Ball geht. Sabic ist da völlig alleine. Drazan kann flanken und Nuiu setzt sich durch im Torraum gegen Thomas Burgstaller. Dritter Gegentreffer für Sturm. Wieder Drazan. Er schießt Rotbull an und es gibt den nächsten Eckball für Rapid, bereits den 4. Die Rieder noch ohne Corner. Also auch die Sky-Statistik beweist deutlich, Rapid bisher hier das spielbestimmende Team. Eckball wieder durch den Kapitän. Riegler befördert den Ball per Kopf zunächst einmal aus der Gefahrenzone. Katzan auf Drazan. Trimmel mit viel Platz, mit viel zu viel Platz, aber die Kopfballvorlage auf Sonnleitner kommt nicht an. Wieder Trimmel. Torschuss und was macht denn Thomas Gebauer? Fürchterlicher Patzer des Rieder Goalies. Christopher Trimmel bringt deshalb Rapid 10 Minute 25 in Führung. Sein 4. Saisontreffer, aber der wurde ihm geschenkt von Thomas Gebauer. Zunächst hier die gute Angriffsaktion der Rapidler mit dieser Vorlage von Trimmel auf Sonnleitner und dann schießt hier Trimmel und Gebauer kriegt den durch die Hosenträger. Thomas Gebauer, ein so sicherer Tormann. Jahrelang einer der Besten in der Liga, aber in dieser Saison hat er nicht zum ersten Mal
Einsatz von Hofmann. Der hat sich bezahlt gemacht. Katzer dann und das ist die Führung. Markus Katzer, erstes Saisontor. Nach 4 Minuten bebt das Hanapi zum ersten Mal. Ein tolles Tor, der gute Katzer hat da agiert wie ein Scharfschütze. Gustafsson, viel reagiert hat er allerdings auch nicht. War ihm vielleicht noch leicht die Sicht verstellt. Zunächst Drazan, also wieder eine Torvorlage für Christopher Drazan und dann ab ins kurze Eck. Aber wie gesagt, die ein oder andere Bewegung hätte man sich schon vorstellen können bei Eddie Gustafsson. Aber die ist ausgeblieben, hat vielleicht mit dem Schuss ins lange Eck gerechnet. Toller Einsatz von Hofmann gegen Schiemer. Hofmann wartet, denn Burgstaller stand im Abseits und dann holt er den Freistoß raus. Also eigentlich das Optimum in dieser Situation. Oder Schwento das Bein stehen lassen. Der Rat der Freistoßschützen ist zusammengekommen bei Rapid. Hofmann Drazan natürlich für den Linksfuß die beste Situation. Aber es ist ein toller Freistoßtrick. Was für ein super Tor. Burgstaller mit dem 2:1 und dann laufen sie alle zur Ersatzbank und Tommy Hickersberger wird am meisten hier angesprungen beim Torjubel, denn er ist es, der sich immer diese Tricks bei den Standardsituationen ausdenkt und wird dann auch freundschaftlich von Peter Schöttl hier mitgenommen bei diesem Torjubel. Da hatten alle oder die meisten mit dem Schuss von Drazan gerechnet, dann hat sich Burgstaller gelöst. Schuss ab ins lange Eck. Wir nähern uns dem großen Geklatsche hier im Hanapi-Stadion. Vielleicht sogar schon weil der nächste Treffer fällt. Steffen Hofmann legt doch mal auf. Und das war natürlich eine super Entscheidung. Burgstaller die zweite, Hofmann die zweite Torvorlage für ihn in diesem Spiel. War es das jetzt? Ball reicht, um diese Abwehr auseinanderzunehmen. Hofmann hat dann noch die Ruhe und Burgstaller hat einfach die Konsequenz beim Abschluss. Den Willen unbedingt, dieses Tor zu machen. Sikaya Kilometer vom Gegenspieler entfernt. Pasanen, der wieder einmal ganz schlecht gestanden ist. Und wieder Hofmann gegen Leitgeb, wieder natürlich kein Foul. Und Hofmann, der macht ein richtig tolles Spiel. Und bereitet jetzt vielleicht das dritte Tor vor. Unglaublich. Naja, klassischer Stürmer ist ja keiner. Das hat auch Hans Krankl gemeint, aber das schützt vor Torschießen nicht. Jetzt wird es richtig deftig und bitter für Red Bull Salzburg. Hofmann sieht Burgstaller. Trippelpack. Und
Damit hat Hofmann die 8. Torvorlage in dieser Saison geliefert. Junuzovic hat auch 8. Das sind die beiden Besten in dieser Kategorie. Hermann Burgstaller, der macht auch etwas für sein Torkonto. Mit diesem dritten Treffer, den er gerade eben erzielt hat, hat er jetzt schon 4-mal jubeln dürfen. Damit jetzt die linke Seite verweist, weil Burgstaller nicht wechselt. Prager kommt rüber. Burgstaller schön gespielt. Häkkinen, Hofmann, jetzt vielleicht Polenic. Ausgleich, Nuiu. Ja, darauf springen kann gefährlich werden. René Eisner gab dafür Bürger in Wien die gelbe Karte. Zuletzt Gangl Burgstaller nicht, als der das machte gegen Salzburg. Und heute, was gibt's heute? Nichts dafür. Aber schön kombiniert. Hofmann dann schon mit dem Torschuss. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, da sieht man eigentlich, dass Nuiu vorne stand. So, jetzt. Naja, also eigentlich war Nuiu für mich im Abseits. Röcher doppelt besetzt, wieder die rechte Seite. Höller und Farkas. Flanke nicht gut. Da fehlt jetzt Farkas hinten. Drazan hat Vorsprung. Barloff ist noch frisch, noch fit. Schön in den Rückraum gespielt. Und was für ein Treffer. So, jetzt ist das auch erledigt. April 2010 kann gestrichen werden aus den Geschichtsbüchern. Ein Treffer aus dem Spiel heraus und was für ein Tor. Steiner, der sich immer gut gekümmert hatte bisher um Hofmann, hat den Rapid-Kapitän aus den Augen verloren. Saisontor Nummer 4, aber sein schönster Treffer in jedem Fall. Drazan geschickt in den Rückraum und dann dauert es zu lange. Hofmann wartet nicht lange. Herrliche Schusstechnik. Oh, der muss gut getan haben. Auf dem Fuß. Und die Freude, die kann man sich vorstellen. Was für eine Erleichterung. Letzte Saison, eine solchen Saison für Hofmann. Da brachte er es gerade mal auf 7 Vorbereitungen für einen Treffer. Der lockere Querpass zu Harry Pichler, der gute Leistungen gebracht hat. Selten mal mit Aussetzern und zum ersten Mal jetzt vielleicht eine gute Aktion von Rapid im Spiel nach vorne. Oh, da ist Nuiu, der ist nicht im Abseits. 1:0 für Rapid, hatte Nuiu, 6. Saisontreffer. Und endlich aus seiner Sicht wieder mal ein Tor. Nicht als Joker, sondern als Starter mit dem ersten Torschuss geht Rapid hier in Führung. Ja, da hat sich gleich mal die überraschende Flügelaufstellung bei Rapid bezahlt gemacht. Hofmann, der da natürlich, muss man sagen, auch dabei ist. Und dann steht Nuiu nicht im Abseits. Hat er vielleicht ein bisschen mit dem Arm dann auch mitgeholfen, diesen Treffer zu machen. Schauen wir noch einmal genau hin. Trimmel, die Vorarbeit nicht einfach zu beurteilen. Also da war schon auch die Brust dabei, aber vielleicht auch der rechte Oberarm. Auch da war freundlicherweise die Stange im Weg, um da optimale Sicht auf diese Situation zu haben. Aber genauso schwierig war es eben auch für den Assistenten. Fehler von Schrott. Und der könnte bestraft werden. Dene Alla. Jetzt hat er den Zug zum Tor. Toll gemacht! Ein super Tor. Dene Alla 2:1 für Rapid. Und wir gewonnen zu zerronnen aus Sicht von Andreas Schrott. Macht das 1:1 und dann diesen folgenschweren Fehler.
Aber da hat man einfach gesehen, wie schnell dieser Aller ist. Und wenn er sich was zutraut, dann ist das ein richtiger Klassemann, der ja auch technische Fähigkeiten hat. Er wollte dieses Tor unbedingt mit aller Macht und das wurde belohnt. Schrott chancenlos, den Fehler wieder gut zu machen. Und dann passt der Ball ganz genau im langen Eck.